Guten Tag, liebe Avatarinnen und Avatare, sehr geehrte Damen und Herren. Hier ist die freie Bibliothek Pegasus in Second Life und es gibt ein neues Buch. Mark Twain, Westlake Haven. Ron Kramers Geschichte, eine Chronik der virtuellen Welt. Mark Twain ist schon früher auffällig geworden als ein großzügiger Mensch. Er spendete bereits zuvor eine Sammlung von Geschichten für die freie Bibliothek Pegasus und damit für die Gemeinschaft von Second Life. Nun ist es ein ganz besonderes Buch, das er freigegeben hat, denn beim Verfassen hat er sich stark von Second Life selbst inspirieren lassen. Er sieht dies keineswegs unkritisch, aber er stellt dies sehr interessant dar. Das Buch, das entstanden ist, ist ein sogenanntes Umblätterbuch und hat 5 Prim. Natürlich ist es aber möglich, eine Umverpackung zu erstellen mit nur einem Prim. Man kann also quasi die Originalseiten einsehen, aber der Text ist auch in Notecards als Fließtext enthalten. Zunächst wird ein dieser Text angeboten, beziehungsweise zuvor noch eine kleine Anleitung für das Buch auf Englisch und auch auf Deutsch. Und schließlich, wie gesagt, der Volltext in 9 Notecards, die in eine verpackt sind. Hier haben wir das Buch bereits aufgeschlagen. Jene kommerzielle Weiterverwendung ist nicht ohne weiteres erlaubt, die kostenlose Weitergabe aber durchaus. Es handelt sich hierbei nicht nur um ein Buch mit ein paar einzelnen Illustrationen, vielmehr sind diese zum Teil recht aufwendig gestaltet, in Form fiktiver Anzeigen und ähnlicher Dinge. Wie man sieht, kann man vor- und zurückblättern mit einem einfachen Klick. Mehr rechts geht es vorwärts, auf der linken Seite geht es zurück. Beim ersten Blättern kann es einen kleinen Moment dauern, bis die Schrift vollständig lesbar ist. Man kann unbegrenzt nah mit der Kamera heran. Man kann auch versuchen, dies als HUD, HUD zu tragen. Dabei könnten aber Größenanpassungen erforderlich sein. Wer schnell weiter vorblättern will, klickt auf den Hintergrund des Buches auf der rechten Seite. Hier kann man dann die Größe zum Beispiel auch ändern. Das geht aber auch über das normale Baumenü. Die
Farben der Fächer sind veränderbar und vieles mehr. Hier kann man schneller als durch einfaches Blättern vorblättern und dann die Seiten direkt anwählen oder natürlich auch rückwärts bis Seite 190. Wir machen das mal vor mit der Seite 42. Das wäre diese hier. Da haben wir jetzt keine besonderen Illustrationen, aber zum Beispiel ein besonderes Kästchen. Ich finde, Mark Spaney gebührt hierfür wieder einmal ein großer Dank und es ist eine besonders interessante Sache. Er hat bereits aus diesem Buch in Second Life gelesen, bei einer Veranstaltung, bei einer Lesung und er hat nun dieses Buch spendiert. Es wird hier bei Pegasus aufgemalt und könnte dann auch kopiert werden. In seltenen Fällen hat es aber dann Probleme gegeben mit dem Umblättern. Ich empfehle, mich direkt anzusprechen. Ich kann von Inventar zu Inventar gerne ein Exemplar aushändigen. Und es wird natürlich kostenlos auch auf dem Second Life Marketplace erscheinen für 0 Linden-Dollar. Es ist im Prinzip free und full term. Einige Skripte im Buch sind nicht veränderbar, no mod. Das stellt aber ansonsten keinerlei Problem dar. Man kann, wie gesagt, sehr viel tun, auch über das normale Baumenü, ohne das eingebaute Menü. Da habe ich jetzt meine Burg vergrößert statt dem Buch. Ich bitte um Entschuldigung. So geht es größer und noch größer oder auch handlich zusammen für das heimische Bücherregal. Ganz wie man es wünscht und ganz wie man die Textur oder wie man die Textur einfärben möchte. Fast alles ist möglich. Und wie gesagt, sehr interessant, sehr spannend und auch amüsant. Ich hoffe auf reges Interesse und verbleibe für heute mit freundlichen Grüßen und einem See you, Book Tom Noch.